When on the cross the Saviour hung, and the Oh,
mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, und der Hohenpriester und Pharisäerdiener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllet würde, welches sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und heb ihm sein recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat.
Aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Mein Heil gebunden.
Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Der Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschen lange einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber
aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stünden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Wolltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seine Jünger? Nein, bist du nicht seine Jünger? Nein, bist du nicht seine Jünger? Nein, bist du nicht seine Jünger? Er leugnete aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter, des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und also bald kräte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und war
erblicken. Ach, wo soll ich mich erquicken? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo soll ich mich entwickeln? Wo willst du endlich hin? Wohin? Wo soll ich mich entwickeln? Wo soll ich mich entwickeln? Bleib ich hier? Oder wünsch ich mir weg und Hügel auf den Rücken? Bleib ich wünsch ich mir Berg und Hügel auf den Rücken. Bei der Welt ist gar kein Rat und im Herzen stehen die Schmerzen. Meine Missetat, meine Missetat, meine Missetat, meine Missetat. Bei der Welt ist gar kein Rat und im Herzen stehen die Schmerzen meiner Missetat, weil der Knecht die Herr verleugnet hat, weil der Knecht die Herr verleugnet hat. Thank you.
Thank you.
führten sie Jesum von Kaifa vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: nach eurem Gesetze. Da sprachen die Jeden zu ihm: Erfüllet würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darauf kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
bist du denn noch ein König? Jesus antwortete, du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Lust gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüdenkönig Lust gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, ist diesem nicht, ist diesem sollten Haare, ist diesem sollten Haare, Haare. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und geheißete ihn.
In allen Stöcken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche gibt. Erwäge, 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 wie sein Blut gefärbt harrückt. In allen Stöcken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche gibt. Erwäge, wie sein Blut gefärbt harrückt, in allen Stöcken, dem Himmel gleiche gibt. Erwäge, 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 wie sein Blut gefärbt harrücken, in allen Stöcken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche gibt. Thank you.
in allen Stöcken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche gibt. In allen Stöcken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefärbt errücken, in allen Stöcken, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blut gefärbt errücken, in allen Stöcken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche gibt. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Sehet, ich führe ihn herauf zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus herauf und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Oh,
hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll es sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll es sterben. Das Richthaus und spricht zu Jesu: Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn aber schrien und sprachen: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Brot. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Brot. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Brot. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Brot. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Brot.
das Wort hörte, führte er Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüdern: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Angefochtenen Seelen, halt, 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 ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht auf euren Marterhöhnen, halt, 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 nach Golgatha. Halt! Nach Golgatha. Nehmet an des Glaubens Flügel, nehmet an des Glaubens Flügel, flieht, 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 flieht zum Kreuzeshügel. Kreuzeshügel, eure Wohlfahrt blüht allda, eure Wohlfahrt blüht allda.
der angefochten Seelen. Seid ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, seid ihr angefochten Seelen, seid, seid, seid ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, geht aus eurer Nahe, seid, seid, halt, 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 nach Golgatha. Schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf Hebräische, Griechische und Lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Schreiben, yes, schreiben! Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten Vierteile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander, Schrift, die da saget, sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Thank you.
Schrift erfüllet würde, spricht er, mich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihm um einen Isomen und hielten es ihm dar zum
Jude singt mit Bach. Der Held aus Jude singt mit Bach. Der Held aus Jude singt mit Bach. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Der Held aus Jude singt mit Bach. Der Held aus Jude singt mit Bach. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Mein teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich fragen. Kreuz geschlagen, ans Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Kann ich von deiner Pein und Sterben das Himmelreich erben? Ist aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da.
Vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, doch neigest du das Haupt, das Haupt. Und sprichst, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend. Ja, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja, stillschweigend. Stillschweigend, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja. Da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde bebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf die Leiber der Heiligen. Mein Herr, Welt bei Jesu leiden, gleichfalls leidet die Sonne sich in Trauer kleidet. Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, die Erde geht, die Gräber spalten, weil sie den Schopf.
die Weil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbattag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass die Wahrheit saget, auf das gläubet. Denn solches geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und aber mal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Bat Pilatum Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Jüden, dass möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubte es, derowegen kam und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spitzereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da gekreuziget ward, ein Garten.
und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelegt war, da selbst hinlegten sie Jesum, um des Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war. Thank you.
segne dich und behüte dich. Der Herr erleuchte sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Lass uns sein Angst.
Making quite an impression in their Proms debut, and the musical director John Butt, led by Cecilia Bernardini. Tonight's soloist Nicholas Mulroy as the evangelist and Matthew Brook as Jesus. And a stellar cast: soprano Sophie Bevan, countertenor Tim Mead, tenor Andrew Tortoise, bass Constantin Wolf, and Robert Davis, who sang the part of Pilate.